So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen SMW-Hack und der dürfte kurz sein. Er hat 5 Exits, ist als Very Hard eingestellt von Knuckles-Fan. Er schreibt A Brand New Auto Running Revolution of SMW. Wir werden sehen, was es ist. 5 neue Stages, ein Gimmick für jedes Level, eine hilarious Story, Brand New Soundtrack. Wir werden sehen, ich weiß es nicht. Tontechnisch solltet ihr ein bisschen mehr Musik, ich habe es mal wieder ein bisschen lauter gestellt, hören können. Ich kann es auch hier nochmal ein bisschen höher drehen. Und wir starten einfach mal die SMC. Das Ding heißt patch.smc. So heißt einfach das Ding, was drin war. Es ist aber CacQuack oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Wir werden sehen, ob es jetzt ein oder zwei Parts dauert oder länger. Allzu lange sollte es allerdings nicht dauern, denn heute ist tatsächlich ein neuer... Das Lied kenne ich doch. Ist das Winter? Von Dings, wie heißt der? Baldi? Also so eine Remix-Version natürlich. Nee, das ist was anderes. Was ist das für eins? Auf jeden Fall ist das so ein klassisches Lied. Aber wie heißt das denn wieder? Ich komm nicht drauf. Vielleicht ist es auch nur... Es geht aber nicht weiter, oder? Geht es weiter? Es dauert ganz schön lange, bis es losgeht. Aber ich will es jetzt kurz hören. Vielleicht sehen wir schon mal so ein bisschen Stage in dem Moment. Ein bisschen gespoilert. Nicht was anderes. Ich kenn's nicht. Mist. Also ich kenn's schon, aber ich kann's nicht zuordnen. Literal Days After the Events of CacQuack World 2. Haben wir das gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. I don't care. Press Start to skip any message. Well, isn't that sein Meta? Yeah, well, let's just say I didn't do that. Jalopwee. Jalup... You misspelled Jalupa. Ich überspringe die Story einfach, ne? Ihr lest das selber. Die hilarious Story. Ich will spielen. Gib mir Autorunner. Aber ich will es jetzt auch nicht komplett skippen mit Start, weil vielleicht will es ja jemand von euch lesen. A short autobahn in CacQuack Adventure. Will CacQuack make it out alive or not? Ah ja. Ja, let's go. Darf jetzt spielen. Game all about running and jumping. CacQuack could run at a constant rate, unstoppable. Okay, deswegen heißt es ja auch Autorunner. Very hard. Oh je. Na gut, also ich kann halt springen und spinjumpen. Kann ich bremsen? Wirklich. Nein, also ich kann wirklich nur springen und spinchern. Und komische Knackgeräusche hören. Oh, ich kann Walljumpen. Natürlich ist es ein Autorunner, da kann man meistens Walljumpen. Ja, wie kann ich Walljumpen? Oh, da muss ich gegen die... Okay, da muss ich doch die Pfeiltasten benutzen. Na, das ist ja eine tolle Steuerung. That's the basics. Das war jetzt aber Take on Me. Fall Fields. Also muss ich doch in der Luft ab und zu... Ah ja.
Da will ich gar nicht drauf. Okay, da will ich gar nicht drauf. Diese Knackgeräusche irritieren ein bisschen, ne? Da wäre ein Pilz gewesen. Leonardo DiCaprio interessiert mich gerade überhaupt nicht. Irgendwas von Nazi gelesen? Stand da was von Nazi? Moment. Ja. Ich hätte hier schon Sachen einbilde. Pony Boy vs. Alien Space Nazis enthalte. Ja, wir auch. Können wir nicht mit einem Level dummen Kram haben? Geh weg. Weil man kann es halt überhaupt nicht lesen mit diesem Hintergrund. Das tut uns. Oh. Ah, nee, komm, leck mich. Wer das lesen will, soll sich das selber runterladen. Ich wollte eigentlich auch nur kurz einen kleinen Hack spielen, um darüber zu reden, dass ein Mario Maker Update raus ist. Und zwar ein großes. Ein sehr großes. Ich will gar nicht zu viel spoilern, falls es jemand noch nicht selber gesehen hat. Och, ist das euer Ernst? Das kommt jedes Mal, wenn man hier vorbeiläuft. Aber das bedeutet natürlich, dass wir wieder ein bisschen mehr Mario Maker auf dem Kanal haben werden. Da brauche ich gar nicht den Noten. Glaub, und ist die Musik ist doch ganz schön laut hier jetzt eingestellt, ne? Das ist nicht von mir, das ist tatsächlich die ROM. So. Ist nämlich auch so noch laut genug. Da wird jetzt zum ersten Mal die Musik wieder plötzlich laut. Ah, oh, ich habe den Pilz wieder verpasst. Die Musik wieder lauter sein als ich, obwohl ich sie jetzt extra mal lauter gestellt habe. Und jetzt kommt die von der ROM selber laut. Niemand macht es falsch, ne? Ich liebe es. So, also hier springen wir einfach direkt drüber. Oh mein Gott! Da war ich nicht drauf vorbereitet. Ich muss die Pfeiltasten auch drücken. Die Walljumps sind super dumm, weil, keine Ahnung, warum kann ich nicht einfach direkt von der Wand abspringen, wie man es mit den normalen Walljumps auch könnte? Warum muss ich die Pfeile, den Pfeil gegen die Wand drücken? Wie es bei diesen dummen Walljumps immer ist. Warum hat er nicht die richtigen Walljumps implementiert? Oh boy. Lass mich in Ruhe. Na, das hat ja gut funktioniert. Achso, ich soll die Musik nicht vorspulen am Ende. Aber es kostet so viele Sekunden. Ich muss das vorspulen, es steckt in mir drin. Graveyard of Death. Ja, jedenfalls neues Mario Maker Update. Werden wir uns auf jeden Fall angucken. Es gibt richtig viele neue Power-Ups. Ich will aber, wie gesagt, gar nicht zu viel verraten. Falls es jemand wirklich selber anschauen will, dann geht... Achso. Dann geht einfach auf den Nintendo-Kanal und schaut euch das Update-Video an. Dann wisst ihr Bescheid. Warum sollte ich hier... Ah, deswegen. Will ich das jetzt lesen? Das ist Bullshit, Leute. Ich will das nicht lesen. Wer das lesen will, spielt das bitte selber. Ich hab's am Anfang, wollte ich ja, aber das. Ich merke, das ist eine Story, die nicht meinen Humor hat. Weiß ich jetzt schon. Haben wir jetzt eigentlich hier einen. Wow, ich dachte, die tun weh. Das ist einfach nur Hintergrund, okay. Oder habe ich. Hä? Okay, wir haben zumindest einen Checkpoint am Anfang von dem Ding gehabt. Ne, die tun nicht weh. Was soll ich denn da erwarten dann? Aber wie soll ich... Wie soll ich da rüberkommen? Mache ich gleich einen großen Sprung? Springe ich gleich über das Schild drüber? Was will der hier von mir? Warum soll ich hier warten? Es passiert hier nichts, weshalb ich warten müsste. Wie komme ich da rüber? Einfach einen großen... Wir machen einfach einen großen Sprung, alles klar. So, wahrscheinlich soll man einfach nur kurz gucken können, was kommt, oder ich habe keine Ahnung.
Wofür war das jetzt da, dieses Schild? Welchen Sinn hatte dieses Schild? Ja, das ist, habe ich zu spät gesehen, dass ich da A drücken soll. Kann ich bei der Röhre starten? Yes. Alles klar. Okay. So vom Autorunning her spielt es sich ja ganz gut. Aber ich bin trotzdem etwas skeptisch, was den Humor angeht. Nicht mein Humor. Meme liest die Sachen nicht mehr und weiß gar nicht, ob es dann sein Humor ist oder nicht. Egal. Egal. Ich wollte nur vor allem jetzt auch mal wieder was hochladen, weil ich jetzt schon lange nichts mehr von mir habe hören lassen. Ach so! Ja, das habe ich ja gar nicht erzählt. Mein Ori-Plan funktioniert nicht. Ich wollte ja Ori spielen. So, ich habe es auch installiert. Es läuft auch. So mit 1 FPS gefühlt läuft es. Ich glaube, dein PC ist zu schlecht. Es nervt mich so. Ich kann das alte Ori, habe ich nochmal getestet, weil ich wollte gucken. Habe ich vielleicht grundsätzlich irgendwas gemacht, dass bei mir jetzt der PC so langsam läuft? Nein, das alte Ori läuft ganz normal flüssig und das neue Ori, ich habe keine Chance. Die haben das so hochwertig produziert, scheinbar. Ich kann nicht mal auf der niedrigsten Qualitätsstufe kann ich es ruckelfrei spielen. Es geht nicht. Und das kann ich euch auch nicht präsentieren. Ich muss entweder warten, bis ich einen neuen PC irgendwann mal habe oder bis es für die Switch geportet ist. Keine Ahnung. Aktuell kann ich Ori jedenfalls nicht spielen. I'm sorry. Ich hab's versucht. Kannst du mich einfach in Ruhe lassen? So. Speedy Heights. Deswegen, ja, funktioniert leider nicht mit Ori. Ich werde noch ein bisschen rumprobieren. Ich habe auch schon mal jetzt die Grafikkarte abgedatet und seitdem aber nicht mehr das Spiel gestartet. Ob es jetzt vielleicht ein bisschen besser ist. Ich glaube es aber fast nicht. Vor allem, wenn man so... wow. Wenn man so liest, gibt es viele Leute, die mit Ori anscheinend Qualitäts- und Performance-Probleme haben, die halt nicht einen High-End-PC haben. Also, keine Ahnung. Da braucht man wahrscheinlich wirklich relativ gute Geschichten, dass das ordentlich läuft. Und dann will ich es ja noch zusätzlich aufnehmen. Das kostet ja auch nochmal. Vor allem, Ori ist ein Spiel. Kein einziges Spiel. Ich kann mal kurz gucken, wie viel Zetsen es gerade wäre. Ja, ich meine, Zetsen ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel. Aber ich habe in meinen Taskmanager geschaut, während Ori lief. Und Ori nimmt einfach mal, ja, so das Höchste, was mir gerade an Arbeitsspeicher rausfliegt, macht Google Chrome mit 300 Megabyte. Und das ist schon... Holy shit, das ist schon eine Menge. Aber Ori hat einfach mal fast 3 Gigabyte Arbeitsspeicher gefressen. So, was? Was? Was ist da los? Würde es dann helfen, irgendwie dafür zu sorgen, dass andere Programme die RAM nicht blockieren und dass es dann flüssiger läuft? Ich habe halt keine Ahnung. Ich bin ja hardware-technisch, bin ich eine komplette Niete. Weiß es nicht. Aber jedenfalls, das ist der Stand der Dinge, was Ori angeht. Ich kann es nicht spielen. Ich bin auch toll, wie der Wallchamp jetzt genau einmal genutzt wurde im Spiel. Im ersten Level. Ich find's auch toll, wie doof ich gerade wieder bin. So, und ja, also, wenn mal eine Zeit lang keine Videos kommen, ich bin tatsächlich auch wirklich, ich hab's ja schon im letzten Part gesagt was haben wir für ein Spiel gespielt? Wie hieß das? Wie hieß das, was wir zuletzt gespielt haben? Ach ja, Slurgery. Da habe ich's ja schon gesagt, jetzt ist ja wieder Schule angegangen und jetzt bin ich tatsächlich wieder sehr stark eingebunden in Online-Unterricht, Krams und so weiter. Deswegen wundert euch nicht, wenn mal eine Zeit lang keine Videos kommen. Bruder. Ach, die soll ich ja nicht sagen. Wozu
Also ernsthafte Frage. Achso, ja, nee, nee, ist okay. Man kann an den Röhren halten. Ich wollte gerade sagen, wozu braucht man eigentlich einen Timer in einem Autobanner? Aber du kannst ja an solchen Sachen zum Beispiel anhalten, an so Röhren und sowas. Und dadurch kannst du dann doch eine andere Zeit am Ende haben. Och, der redet mit mir. Ich wollte rüberspringen. Ach, der tut mir dann ja gar nichts. Nein! Ich vertraue dir. Okay. Ich hätte jetzt gerne entweder einen Checkpoint oder das Ziel. Ich weiß nicht, ob das gut war, hier oben rumzulaufen. Ja, okay, Checkpoint. Nice. Okay, war kein Checkpoint, war das Ziel. Wie hieß das Level? Dark Cave of Cavity. Alles klar. Alter. Macht das ZMZ diesen Sound oder ist das so? Oh mein Gott. Er hat wahrscheinlich mit Millionen Samples gearbeitet oder ich habe keine Ahnung, was er getan hat. Okay, das ist das Level der Notenblöcke auf jeden Fall. Oh wow, wir nutzen den Wallshop mal wieder. Oh wow, wir nutzen den Wallshop mal wieder. Jetzt kann ich ihn auch. Sagte er. Scheiß Karma. Was ist denn jetzt kaputt? Oh mein Gott. Ich kann unten lang, ich kann oben lang. What? Okay, aber wir sind recht weit gekommen. Also es war schon ein Stück, was wir nochmal spielen. Oh je. Was wir nochmal spielen dürfen. Na gut. Taken wir die Herausforderung an. So, so. Ich glaube, wenn ich das jetzt aufgenommen habe, lade ich das auch gleich heute Abend hoch. Dass ihr wisst, ich lebe noch. Ah, Mann! Achso, man könnte sich da fallen lassen, verstanden. Ja, oder man macht es halt einfach nicht. Okay. Das war kurz. Soll mir recht sein, letztes Level. Wir kriegen das in einem Part durch, sehr schön. Das ist genau das, wie ich mir das vorgestellt habe. Ein kleiner Part, in dem ich euch ganz kurz updaten kann und gleichzeitig einen Hack abhake. Oh, Terranigma-Musik. Oh boy. Hä? Ich kann normal laufen, was ist denn jetzt los? Achso, weil Bosskampf kommt, oder was? Alter, das sieht so komisch aus. Okay, kein Auto an einem Moment. Whatever. Jedes Mal, wenn ich dem Text eine Chance geben will, klingt es für mich einfach nur komplett Wayne. Ah, wir rennen jetzt in die andere Richtung. Auch in Ordnung. Cool. Ich wollte schon sagen, wo komme ich denn jetzt raus? Hä, das Feuer tut mir gar nichts. Hätte mir das Feuer gerade eben auch nichts getan? Ach, das Feuer tut mir dann wieder was. Das ist ja toll. Immunes Feuer? Nicht immunes Feuer. Wobei das Feuer nicht immun ist, das ist dumm ausgedrückt von mir. Wow!
Also der Timer macht für mich trotzdem, ergibt für mich trotzdem keinen Sinn. So richtig. Oh boy. Also man kann es mal spielen, aber es wäre jetzt nicht, dass ich irgendjemandem sagen würde, hey, du musst unbedingt Cat-Quark Dash spielen, weil Cat-Quark Dash ist ja shit. Ist jetzt keine komplette Fehlinstallation, wenn man es sich mal holt, aber ist jetzt auch nicht so. Haut mich jetzt nicht so vom Programm. I don't know. Jetzt muss ich runter, okay. Oh, okay. Wir springen einfach in den nächsten Abschnitt. Das ist aber jetzt ein Checkpoint gewesen, ja? Mario brennt. Mario brennt einfach mal. Come on. Wir gehen. So, und hier kann ich halt immer warten und dann damit deutlich kann der Timer halt weiterlaufen. Aber wozu ist jetzt da oben ein Schild? Ich komme da eh nicht hoch. Das Schild ist einfach jetzt nur Deko gewesen, oder was? Also die Palette ist auch teilweise ganz wild. Talking about wilde Paletten. A boat! Das ist ein Boot. Okay. War das jetzt das Spiel oder kommt noch was? Muss ich... Ja, gerne. I guess. Wow. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.